Jo, hey Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, es ist wieder das erste Video in diesem Jahr, im Jahr 2021. Ich hatte jetzt eine kleine Pause von YouTube gehabt. Ich habe 2 Wochen jetzt nichts geuploadet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, dass ich 2 Wochen nichts hochgeladen habe. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie das hier von der Tonqualität ist. Ich musste hier ein bisschen umbauen. Mein Mikrofon sieht jetzt maximal komisch aus. Ich habe die Cam jetzt mal hier hingestellt. Ich hoffe, das ist eine recht gute Position. Ich muss noch ein bisschen rumtesten, was gut ist, was nicht gut ist. Jetzt habe ich mir gedacht, ich spiele einfach ganz normal Fortnite. Ich habe ehrlich gesagt, sehr lange kein Fortnite mehr gespielt. Bestimmt jetzt locker einen Monat oder so habe ich nicht mehr Fortnite gespielt. Und euch jetzt viel Spaß bei dem Video und sorry, dass ich jetzt so viel gelabert habe. So, es geht jetzt auch direkt los. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal direkt Hot Droppen. Ich werde jetzt Salty rausspringen und einfach versuchen, jeden zu pushen, überhaupt nicht safe wirklich zu spielen. Einfach auf jeden drauf gehen und einfach so gucken, was daraus wird. Ich denke jetzt nicht, dass ich krass sein werde oder so. Aber wer weiß, vielleicht gehe ich auch auf einmal richtig ab und erfinde auf einmal so die übelsten Technik. Oh, fuck, Alter. Ja, okay, kannst du die Runde kannst direkt in die Tonne kloppen. Was ist das denn für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Komm. Was ist das für eine Waffe? Ich dachte, das wäre eine Shotgun. Maximal überfordert gerade. Und meine Maus, denn sie fühlt sich auch... Ah ja, genau. Oh, da wurde jemand abgestaubt. Ich weiß zwar nicht von wo. Ich snack mir jetzt seinen Stuff ganz schnell und zieh dann hier wieder ins Haus rein. Das ist auch keine Pump. Holy fuck. Das sind alles keine Pumps. Ja, okay, die Runde kann man eigentlich jetzt schon vergessen. Ich versuche jetzt noch das Beste rauszumachen. Ich habe absolut keinen Kill. Mein Aim, zack. Es ist einfach alles scheiße. Warum spiele ich dieses Spiel überhaupt? Weiß nicht, ich fühle mich hier auf dem Dach irgendwie wohl. Ah ja, crank doch hier ein bisschen rum. Nee, gegen den fight ich nicht. Da habe ich keinen Bock. Aber was mache ich denn jetzt? Ich hab keinen Bock. Ja, ciao. Okay. Ich mach dir nur 40 Geld. Nein. Was soll ich da machen? Ganz ehrlich. Egal, wir gehen einfach in die... Wir beachten das gar nicht. Wir gehen einfach in die nächste Runde, okay? Die erste Runde war ja jetzt nicht so krass erfolgreich. Ich guck jetzt mal, wo ich jetzt in der zweiten Runde lande. Ich werde jetzt auf jeden Fall irgendwo hot droppen, weil ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich glaube, ich gehe jetzt hier hin. Ich habe absolut keine Ahnung, ob da viele Leute hin. Ah, nee, da waren diese ekligen Bots, da gehe ich nicht hin. Ah, ich gehe mal irgendwo hier so hin, weil wenn ich jetzt irgendwo hot droppe, da sind dann ganz viele Leute und da kann ich mich dann ganz schnell wieder einspielen. Und es macht ja auch echt keinen Sinn, jetzt irgendwie außerhalb zu landen und dann fahre ich da eine halbe Stunde und das macht ja auch keinen Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Ort viele landen. Es sieht jetzt auf jeden Fall nicht so aus. Aber ich werde jetzt hier einfach ein bisschen looten und dann nachher in so einen Hot-Drop-Ort reingehen. Das reicht dann ja auch. Oh, den kann ich vielleicht oben ein bisschen, Ah ja, aim! Was? Hä? What the fuck? Was soll ich dazu noch sagen? Ich denke, ich versuche es jetzt nochmal in Salty. Ich hoffe, es wird jetzt einfach besser sein wie in der letzten und davor die letzte und davor. Diese Runde wird besser. Ich habe ein bisschen eingestellt. Ich weiß jetzt noch nicht, dass jetzt die Testrunde, ob die Einstellungen gut oder schlecht sind. Aber ja, wir gucken. Wir machen es einfach. Wir machen einfach das Beste draus. Da ist direkt eine Pump. Okay, die habe ich. Wer jetzt hier aufs Dach kommt, ist direkt instant tot. Ich hoffe, da hat jetzt niemand irgendwie eine AR und versucht mich damit irgendwie umzubringen. Ich drop jetzt mal hier direkt runter. Okay, der Stuff ist jetzt eigentlich recht gut. Ich habe jetzt schon mal eine Tag. Bisschen Healing. Da ist doch gerade einer rausgerannt, oder nicht? Oh, fuck. Scheiße, der wird mich killen. Ja, ich werde hier jetzt so drauf gehen. Ist das noch machbar? Ja, das war schön. Fuck. Jo, beruhig dich. Danke. Danke, dass du endlich gestorben bist. Danke, dass du mir unnötig Arbeit gemacht hast. Danke, danke für nichts. Okay, die Runde läuft. Jo, wer ist er denn? Jo, und was für einen Film steckst denn du fest? Alles klar. Ich hab einen Plan. Nein, das ist doch dumm. Ich hab einen Plan, ja, genau. Ey, bitte lass mich kurz heilen. Bitte, für eine Sekunde. Für eine kleine Millisekunde oder so.
Ey, wie viel Leben hast du? Ey, ich habe ihm so viel Damage gemacht. Ich werde jetzt einfach ins Kolosseum gehen. Ich raff es nicht. Mein Aim ist trash. Ich weiß nicht mehr, wie man vernünftig spielt. Der Typ hatte gefühlt 2000 Leben. Ja, die Runde kannst du auch direkt vergessen. Ich habe absolut von diesem Ort keine Ahnung. Ob die Runde besser wird als die anderen Runden, ich vermute mal nicht. Aber ich schau mal. Ich gebe mein Bestes, okay? Ich versuch's wenigstens. So, okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen Action hier reinzubringen. Ist ja langweilig die ganze Zeit nur rum zu campen, in Anführungsstrichen. Okay, hauen sie rein, ne? Man sieht sich. Komm. Der hat Angst. Ich merk's, ich rieche es. Jo, ich raff grad gar nichts mehr, aber es fühlt sich grad gut an. Anscheinend mache ich's gut. Ja, okay. Ich habe zwar absolut keine Ahnung gehabt, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwas gemacht, aber ja, hat ja geklappt. Es fühlt sich absolut weird an, Fortnite zu spielen. Ich sag's, wie es ist. Alter, ich habe hier überhaupt keine Mets. Bin ich krank? Ich brauch Mets. Ja, ey, das ist ein Noob. Ich bin auch ein Noob. Ach, komm her. Oh nein, der hat mir unnötig Schaden gemacht. Jetzt bist du getrappt. Ihr müsst zugeben, das war gut. Oh nein, ich sehe gerade meine Cam. Da geht gleich der Akku leer. Heißt, entweder muss ich gleich die Runde ohne Cam spielen oder ich gucke gleich, dass ich schnell den Akku noch reinkriege. Aber dafür muss ich die Kamera abschrauben vom Stativ. Na, scheiße. Ich wurde hier gerade irgendwo angeschossen. Von wo wurde ich hier angeschossen? Ah, ich raff's jetzt selbst nicht. Ist ja auch egal. Ich laufe jetzt einfach ganz normal. Da bist du. Aua. Hauen sie rein, ne? Man sieht sich im nächsten Leben. Och nee, Bro. Ey, ich bin back! Holy fuck, was mache ich hier? Ich bin wieder gut. Ich spür's. Och, jo. Danke. Wer auch immer da ist jetzt, ne? Ich verfluche dich. So. Das boostet mich weg. Der hat mich weggeboostet. So, okay. Alter, er hat mich einfach... Was ist das denn? Was ist das für eine Waffe? Ist sie heftig? Die kam mir jetzt nicht so krass vor. So. Oh mein Gott. Nein, meine Cam ist aus. Scheiße, okay, egal. Ich spiele jetzt erstmal die Runde ohne Cam weiter. Und, wow! Ja, ich bin tot. Holy shit. Ja, hauen sie rein. Ist doch lächerlich, oder? So, ich mache jetzt mal die Upmode ohne Facecam, weil ich jetzt meinen anderen Akku nicht finde. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr die Facecam-Position findet, wie ihr das Licht findet und alles. Oder halt einfach, was ich besser machen kann, damit ich das in den nächsten Videos verbessern kann. Ich muss generell auch mal schauen, wie ich die Kamera und alles positioniere. Es ist jetzt recht neu für mich. Und für euch ist es, denke ich mal, auch ungewohnt, mich jetzt zu sehen und alles. Es ist auch weird für mich, jetzt vor einer Cam zu stehen. Aber das kriegen wir hin, ich muss mich gewöhnen, ihr müsst euch gewöhnen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao. J'ai baissé la vitre, assuré la mime, j'ai changé de vie, Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perces la vie, Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie, J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.